Willkommen Leute, wir sind zurück hier beim neuen Part von Super Mario 64 DS, DS, DS. Und wir haben Spannendes zu tun hier in der Wubiwa-Wüste eigentlich nicht, denn wir müssen, wie schon angekündigt, hier alle, jetzt wollte ich roten Münzen sagen, alle 100 Münzen müssen wir natürlich sammeln. Und das haben wir im letzten Part schon versucht und glorreich verkackt. Ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, aber ihr habt bestimmt den letzten Part gesehen, ne? Selbstverständlich habt ihr das, denn ihr seid ja brave Abonnenten, die auf jedes einzelne Video klicken, einen Daumen da lassen, favorisieren, abonnieren und so weiter. Das ganze Gedöns halt. Auch wenn ich nicht weiß, was mir ein Favo bringen soll. Deshalb weiß ich nicht, wieso die Leute das immer sagen. Ich meine, Favoriten sollten im Grunde die Videos sein, die die Leute dann irgendwann nochmal angucken. Und ja, so einen einfachen Let's Play-Part, den schaut man nicht zweimal. Und ansonsten bringt mir das doch auch nichts, wenn... Nee, dann ist das doch auch nicht... Hä? Ich verstehe es nicht. Dann ist es doch auch nicht irgendwie höher gelistet oder so, das Video. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Dass ich den auch bekommen habe. Ey, ohne Witz, ich habe den Sprung sowas von herbe verkackt. Aber umso besser, dass es geklappt hat. Boah, erst 6 Münzen. Das ist auch so ein Kurs, das ist... Der ist, glaube ich, ziemlich schwer. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Boah, scheiße. Der ist ziemlich schwer, was das Münzensammeln angeht. Und ich hab diese... Boah, ich hab diese Boxen einfach nicht drauf, ey, ohne Witz. Ach ja, heute ist nicht so der beste Tag. Und ich, weiß, ich sollte es eigentlich nicht tun, aber ich gucke die ganze Zeit so ein bisschen auf mein Handy. Denn, ich hab das Gefühl, dass ich morgen... Also heute ist Sonntag und ich hab das Gefühl, dass ich morgen frei haben könnte, denn morgen sind wohl Zeugniskonferenzen. Und, da wird gerade geschrieben, ey, haben wir morgen frei? Kam jetzt die Frage und darauf kam noch keine Antwort. Und ich bin jetzt die ganze Zeit gespannt, ey, habe ich morgen vielleicht frei? Denn ich meine auch irgendwie gehört zu haben von einer Lehrerin, ja, am Montag haben wir das Fach nicht. Dann dachte ich, dass es bei der einfach nur entfällt, aber eventuell schließt sich jetzt der Kreis und wir haben tatsächlich morgen frei. Das wäre der Wahnsinn. Boah, dann würde ich wahrscheinlich, ne, ich wollte gerade sagen, dann würde ich früh aufstehen und was aufnehmen, aber wenn ich nochmal so drüber nachdenke... ich würde wahrscheinlich um 12 Uhr aufwachen und dann, mir wäre total doof zumute und, nee, das wäre wahrscheinlich kein guter Tag. Und es hat jemand was geschrieben. Natürlich bin ich jetzt so professionell und warte, bis die Aufnahme fertig ist, bevor ich das mache. Kann ich die nicht auch so kaputt machen? Ich hasse dich, du dumme Kiste, aber du bringst nun mal gar nicht mal so wenig. Wir gehen jetzt einfach mal so hier hin. Doch, das ist gut, glaube ich, wenn wir hier hin sind. Doch, 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 du gibst sogar 5 Münzen. Ja, ist jetzt nicht nichts, ne? So 5 Münzen nimmt man gerne mit. Das ist schon ziemlich viel. Genau wie das hier. Ist natürlich noch besser, wenn es in so einer blauen Münze quasi komprimiert ist. Dann muss man nicht so viel Aufwand betreiben, um die einzusammeln. Aber gut, boah, da wäre das schön, wäre das schön, wäre das schön. Ich werde jetzt den Rest des Parts nur noch darauf gammeln. Ja. Nur noch darum, um den heißen Brei herumreden. Vielleicht mache ich das zwischendurch mal... Ja, vielleicht mache ich das zwischendurch mal ganz schnell, dass ich da eben mal nachgucke. Was ist jetzt wo aufgetaucht? Die Luigi Cap. Ach so. Zack. So, das war ganz gut gemacht, glaube ich. Jetzt haben wir auch diese 3 Münzen tatsächlich. Ja, haben wir im letzten Part nicht geschafft. Und danach sind wir kläglich gestorben. Ich hoffe, das wird diesmal ein bisschen anders. Ja. Der hätte es gedacht. Er will nicht, dass er stirbt. Was? Verquere Gedanken da an meinem Hirn, ich weiß. Oh nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Boah. Manchmal hab ich aber auch das Gefühl, die Gegner lassen einem gar nicht mehr die Chance, an die Mütze zu kommen, weil die einem irgendwie so lange festpappen, dass das Ding schon längst weg ist. Aber diesmal war es human geschaltet. Ach ja. Das finde ich gut. Ich glaube, wenn ich, wenn wir es geschafft haben, hier die, Dings zu holen, die, wenn wir die 100 Münzen geschafft haben, dann, ja, dann, Achtung, jetzt kommt's, dann werden wir aus dem Kurs geworfen und dann werde ich ganz kurz nachgucken, ganz kurz auf meinem Handy. Ja, ich weiß, es ist so professionell, dass ich das jetzt mache, wobei es euch wahrscheinlich scheißegal ist, ne? Leute, ihr kennt mich ja. Sind jetzt keine neuen Leute dazugekommen wahrscheinlich. Ihr kennt mich, ihr kennt alle, ihr kennt, ja... Ne? Im Grunde eigentlich traurig. Ich habe in letzter Zeit nicht so den krassesten Abo-Zuwachs. Wobei, auf der anderen Seite, ja, jetzt kommt der große Widerspruch darin. Ich habe heute einen Part mit Cornel, nee, gemacht, stimmt gar nicht. Der Part mit Cornel wurde heute hochgeladen. Und er wurde auch bei ihm hochgeladen. Und dann hat er so gesagt, ja, schaut bei Reddys Kanal vorbei. Und da habe ich jetzt gerade schon geguckt. Und ich glaube, ich habe so
um die 15 neue Abonnenten. Hallo! Wenn du einer dieser 15 neuen Abonnenten ist, dann fühl dich an der Stelle einmal gegrüßt. Bist ein cooler Typ. Wie der Rest von euch auch. Bitte lass mich nicht runterfallen. Bitte! Oh! Gott sei Dank. Danke, Vater im Himmel. Du bist ein krasser Hecht. Da haben wir schon mal eine Gemeinsamkeit. So, jetzt habe ich die Münze übrig. Ja, wie selten blöd ist das denn? So. Oh, ich weiß leider nicht, mit wie viel Münzen man in die Burg darf. Und falls ihr euch fragt, ey, der Kondor. Boah, dieser Kondor, der fliegt ja die ganze Zeit mit einem neuen Stern rum. Nein, das ist quasi so ein Bug, dass der noch quasi ungeholt aussieht, dieser Stern. Auf dem Touchscreen sieht er auch, dass wir den schon geholt haben. Ja. Unter anderem so, Vario. Was machen wir mit dir? Dich wollte ich eigentlich gar nicht haben. Ja, beim nächsten Gegner lasse ich mich dann mal treffen. Hoffentlich ohne, dass ich sterbe. Man weiß ja nie. Zack. Hui. Boah. Das war ein Aufwind. So. Lass dich mal treffen, bitte. Wir könnten den eventuell auch noch an einer Stelle gut gebrauchen, um noch ein paar Münzen zu kriegen. Boah, der wäre gut. Und zwar an der Stelle, wo wir im letzten Part den Sternschalter geholt haben. So. So, so, so. Zack. Wie geil, er nimmt es in den Mund. So können wir schon mal nicht sterben. Die Frage ist, ob wir die Münzen holen können. Ja, die kommen langsam runter. Komm schon, komm schon, komm schon. Kamera. Okay. 63. Boah, wie viel braucht man da wohl? Am Ende braucht man so 50 oder so. Das kann durchaus sein. So, war. Ja, doch, Mario nehmen wir mal. Ich vertausche das die ganze Zeit mit Wario, Mario, Wario, Mario. Ja, guter Wurf. Ich mach das mal gegen diese Säule da. Ja, ansonsten weiß ich gar nicht. Sollte ich noch. Ja, ich glaube, ich versuche noch die roten Münzen so zu holen, weitestgehend. Denn hier müsste. Ne, hier ist keine mehr. Wie viel haben wir denn schon? 1, 2, 3, 4, 5. Da ist ein bisschen meine FPS-Anzeige im Weg, deshalb war ich da gerade ein bisschen stutzig. Ach, das muss reichen, oder? Ich will ja nicht das Risiko eingehen, dass ich tatsächlich noch sterbe. Und wie ich mich kenne, auch wenn wir jetzt nichts Schweres vor uns haben, wobei, würde ich vielleicht sterben. Na, ich hab grad so viel Schiss, ne? Das ist echt der Wahnsinn. Ich scheiße mich hier bei den einfachsten Sachen zusammen. Tut mir auch ein bisschen leid, aber ich bin gerade echt ein bisschen raus aus dem Spiel. Hätte nicht gedacht, dass es bei diesem Spiel möglich ist, aber anscheinend ja doch. Naja, na gut, dann machen wir hier Safety First und sammeln noch ein bisschen was. Ich bin jetzt nicht tot, oder? Da kann man doch nicht so einfach, genau, da kann man nicht so einfach sterben. Ja, sage ich jetzt einfach mal so, ich hoffe es. Ja, denn ich hasse diesen Treibstand so abgrundtief, ey. Ihr macht euch kein Picture. Nicht, dass ich gleich noch den falschen Stern hole hier. Boah, wow. Du sollst hier nicht rumkreisen, ich will dich gar nicht. Oh, komm. Hier geht wieder so ziemlich alles schief, was schief gehen kann. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach rein. Wir gehen in die Pyramide. Ja. Ah, ich meine nämlich auch, dass es da mehr als genug gab. Da gab es noch einen blauen Münzenschalter, so viel weiß ich. Zumindest in der N64-Version. Ich gehe mal nicht davon aus, dass die den einfach beseitigt haben. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ne, aber... Zack, die haben wir auch noch. So, 69 ist eine gute Zahl. Hihihihihi. Wenn ihr wisst, was ich meine. ja, damit sollten wir es schaffen. So, jetzt ist die Frage. Genau, das war das hier. Ja, schon mal glorreich daneben, aber das haben wir. So, 11 Münzen. Boah, habe ich mir unnötig Stress gemacht. 11 Münzchen. Das kriegen wir ja sowas von locker zusammen. Ist ja der Wahnsinn. Auch wenn ich mich... jetzt hab treffen lassen, das ist mir ziemlich egal. Denn mit der Yoshi-Zunge ist es meistens noch ein bisschen einfacher, das zu machen. Und in der Pyramide ist es halt echt schon viel sicherer als draußen, ne? Das ist so das Ding. Hier kann man im Grunde kaum noch sterben. Gut, man kann, wenn man ganz lange im Sand stehen bleibt, vielleicht irgendwie abkratzen. Oder in diesen... Da ist auch ein bisschen Treibsand, oder? Ich will jetzt nicht zu arrogant rüberkommen, ne? Dass wir am Ende da einfach reinfallen, wie so ein nasser Sack. Und dann war es das. Was habe ich denn da hinten noch erwischt? Wahrscheinlich noch ein Dummer. So, ich brauche nur noch 6 Münzchen. Und da gab es doch, glaube ich, oben noch einen Münzkreis oder so. Oder? Nee, aber das sollten wir hier machen. Sind das 5? Wahrscheinlich sind das 5, sodass ich genau, dass mir genau einer fehlt. Jetzt geh doch da hoch. Oh, nicht, dass ich jetzt da doch sterbe. Ja. Komme ich da hoch?
Ja, da kommt man hoch. Ah, Mann, ey, ist das schon wieder doof. Es tut mir wirklich leid, dass ich in letzter Zeit für jeden Scheiß so lange brauche, ey. Oder war es schon immer so? Vielleicht spielt mir da mein Gewissen auch einfach einen fetten Joke. Ne, einen Streich meinte ich eigentlich. Der Joke passte da nicht so hundertprozentig zu. Aber naja, es gibt schlechtere. Mr. DJ, Kleder. Ich meine jetzt nur noch Kleder. Ach ja, der war, glaube ich, richtig schlecht in dem Spiel. Grüße an dich, falls du zuschaust. Und ich glaube, du schaust zu. Ach ja. Da sah es nämlich nach jedem Sprung aus. Achtung, ein Sprung. Sichern mit der Arschbombe. Achtung, den Stern holen. Sichern mit der Arschbombe. Ja, so ungefähr. Und wir haben die 100 Münzen, meine Damen und Herren. Ich würde vorschlagen. Was haben wir denn jetzt alles? Wir haben den Untergrund haben wir nicht komplett. Deshalb würde ich sagen, ich bringe mich mal um, anstatt einfach aus dem Kurs zu gehen. Denn wenn wir aus dem Kurs gehen, sind wir wieder mitten im Schloss und wir wollen nicht mitten im Schloss starten, wir wollen hier draußen starten. Das wäre jetzt natürlich voll in die Hose gegangen, wäre ich jetzt Game Over gegangen, aber wir haben zum Glück noch das nullte Leben. Ja, ein bisschen Mitleid am Rande, Dankeschön. Ach ja, wären wir wegen dieser Aktion Game Over gegangen. Meine Fräse. Wäre das scheiße gewesen. Ansonsten kann ich euch noch irgendwas erzählen. Ach genau, jetzt hab ich vergessen zu gucken, ob wir tatsächlich schulfrei haben. Mensch. Das ist mir gerade halt so unglaublich wichtig. Es tut mir leid, dass ich euch damit vielleicht nerve gerade. Ah gut, dann schaue ich danach. Schätze der Strömung. Ich habe keine Ahnung. Schätze der Strömung. Shit. No Chego. Der soll ja direkt unten sein. Ach, da ist bestimmt das in den Schatztruhen, oder? Mit Sicherheit, mit Sicherheit. So, ich meine, ich weiß nämlich auch noch die Reihenfolge hier. Ach ja, das ist ja auch so ein Kurs, den wir noch schon angerissen haben. Also den haben wir schon angefangen. Weil wir so schnell wie möglich an Wario rankommen wollten. Und ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Ja, das war keine gute Entscheidung, da einfach gegen zu schwimmen. So, das war natürlich richtig. Zack, auch die Luft mitnehmen. Ja. Oh, wenn ich morgen schulfrei habe. Mensch, was mache ich denn dann an dem Tag, ey? Oh, aber jetzt habe ich gerade die ganze Zeit viel zu große Hoffnung. Warte mal, gibt es hier nur drei Truhen? Es gibt auch sonst immer fünf, oder? Hier gibt es nur drei. Was? Das wurde reduziert, wenn es jetzt wirklich nur drei gibt. Gucken wir mal, ob wir einen weggeflext bekommen oder ob das tatsächlich jetzt klappt. Ja, es klappt. Okay, warum auch immer sie das Ganze reduziert haben. Ich glaube, das war der richtige Stern, wenn ich das so auf dem Touchscreen sehe. So, dann komm mal bitte her. Dankeschön, dann können wir sogar noch einen machen. Hätte ich ja gar nicht mal so stark damit gerechnet. Wenn wir so die 15 Minuten anpeilen wollen, die ich mir bei Mario 64 DS auch einfach mal gönne. Ja, diese kleinen shorten 15 Minuten Pärchen. Der letzte Part war ja auch schon wieder 20 Minuten lang, ganz unbeabsichtigt. Schweiß und Red Coins. Na gut. Dann machen wir das. Ah, wobei, wir könnten sogar was anderes machen, denn, ja, das ist dann wiederum wieder ein etwas längerer Stern. Es geht, ne? Aber den könnten wir mit den 100 Münzen verbinden und ich glaube, wir machen jetzt einen, der in der Theorie schneller sein sollte. Die Frage ist, ob ich da nicht total behindert bin, denn dann dauert er vielleicht sogar länger. Aber im Grunde ist es einfach. Zack, 4, 5 und da haben wir schon. Gut. Das geht schon fast zu schnell. Gut, Leute, dann drückt mir die Daumen. Mit einem Daumen nach oben, selbstverständlich. Drückt mir die Daumen, dass ich jetzt schulfrei habe morgen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.